einschneidendes Erlebnis ist, zum Beispiel habe ich festgestellt, bin ich mit einem Blinden durch die Straße gegangen und es war Sommer und der hat gesagt, wer ist das eigentlich, der da vor uns mit dem Badeschlappen geht? Raushören, dass vor uns jemand mit solchen Flipflops unterwegs war, habe ich überhaupt nicht gehört. Einmal, weil ich nicht darauf geachtet habe und außerdem, weil das Geräusch der Flipflops so leise war, dass ich wahrscheinlich auch mich hätte wirklich richtig stark konzentrieren müssen, um das raushören zu können. Das hört ja einfach im Alltag normal raus, weil der drauf geübt und geschult ist, zu hören, was für Leute in der Umgebung in welche Richtung gehen. Dass Blinde irgendwie merken, da ist jemand in der Umgebung, obwohl der gar nichts sagt. Und man fragt sich, woher sieht das? Also, und man ist dann leicht verleitet zu denken, das ist irgendwas Mystisches oder irgendwie eine besondere Strahlung. Aber ich denke einfach, dass die dann einen leisen Luftzug wahrnehmen oder sowas und einfach gelernt haben, das Blinde sehen auszugleichen. Die Unterschiedlichkeit dieser Leute ist genauso.